Zur Trennung eines Mehrfachnutzens werden ja sehr häufig mechanische Trennsysteme eingesetzt. Diese bringen allerdings eine hohe mechanische Belastung auf die Kontaktstellen von unmittelbar in der Nähe der Trennstelle liegenden Komponenten. Man umgeht dieses Problem vollständig, indem man ein laserbasiertes Trennsystem wie hier von der Firma LPKF einsetzt, das hier mit unter Verwendung eines UV-Lasers die Nutzentrennung durchführt. Der Vorteil des UV-Lasers ist, dass er eine extrem geringe thermische Belastung auf die Leiterplatte ausübt, sodass man hier zusammen mit der präzisen Führung des Schnittes hier extrem dicht an die Bauelemente zur Nutzentrennung selbst heranfahren kann, was mit mechanischen Möglichkeiten, sei es Ritznutzentrennern oder auch Frästrennern, einfach nicht möglich ist. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass man hier in diesem Lasersystem durch die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und geringe thermische Belastung, die das System hat, natürlich auch funktionale Bereiche in der Leiterplatte oder in der flexiblen Schaltung freistellen kann, somit der Platine selbst noch einen zusätzlichen Wert mit auf den Weg geben kann.